ist auf jeden Fall besser. Anton, ist dein Computer bereit? Schön. So, der Herr Reinholzen übernimmt heute die, die Filmaufnahmen. Ja. Und das wird alles live zu YouTube gestreamt. Ja, ja. Okay. Genau. So, Herr Alter. Das ist mein Hut. Das Sitz. Das Intro. Alles klar. Janosch, du musst die Ansagen übernehmen. Ja, herzlich willkommen hier beim Araquiz. Hier haben wir heute einen Kandidaten, den Herrn. Ja, genau. Und wir sind jetzt hier mit der ersten Runde und fangen direkt mal an mit der ersten Frage. Genau, denn Xmas wird häufig als Abkürzung für welches Fest genutzt? Weihnachten. Und das ist Trommelwirbel richtig. Herzlichen Glückwunsch. Sehr schön. Glückwunsch. Frage Nummer 1 von 3 ist schon mal richtig. Machen wir weiter mit Frage Nummer 2. Ja, los geht's mit Frage Nummer 2. Wie nennt man einen Widersacher oder Gegner? Ein Autokrat, Autonom, Autodidakt oder Antagonist? Antagonist. Und das ist richtig. Boah, Glückwunsch. Sehr schön, sehr schön. Sie schlagen sich soweit ganz gut. Sie haben 2 von 3 Fragen richtig beantwortet. Bei der nächsten Frage, wenn Sie die richtig beantworten, haben Sie die kostenlose Behandlung gewonnen. Also strengen Sie sich nochmal ordentlich an. Und Frage ab, bitte. Ja, und die schwerste und letzte Frage. Wie heißt die Währung in Ungarn? Rubel, Forint, Euro oder Pesteta? Euro? Nein, keine Ahnung, scheiße. Ich lese nochmal vor. Rubel, Forint, Euro oder Pesteta? Gut, dann können Sie einen 50-50 Joker. Können Sie 50-50. Genau, dann bleibt noch übrig. Forint oder Euro? Ja, Euro. Was soll ich so eingehen? Entschuldigung, ich hab was im Hals gehabt. Trinken Sie was, Herr Alter. Ja. Das soll ich Euro einloggen? Ja, keine Ahnung, ja. Es bleibt übrig, Forint oder Euro. Ja, dann nehmen wir doch Forint. Okay, log ich ein und das ist richtig. Mensch, sie sind ja einer. Da haben sie sich aber nochmal gerettet. Junge, Junge, Junge. Alle 3 Fragen richtig. Wie haben sie denn den Geisteswandel auf einmal gehabt? Egal, ich brauche ja auch nicht auf Fragen antworten. Gut, dann haben Sie jetzt offiziell eine kostenlose Behandlung gewonnen. Grüßen Sie noch einmal kurz in die Kamera. Und dann würde ich auch schon sagen, war's das für diese Woche, für die Ausgabe von Quizacher. Wir sehen uns nächste Woche wieder. Bis denn. Ja, bis denn. Vielen Dank beim Zusehen. Danke fürs Einschalten. Nächste Woche wieder mit neuen Kandidaten, die hoffentlich besser sind. Alles klar. Und jetzt geht's weiter mit der Werbung. Tschüssi.